Vario-Sattelstützen haben sich in den letzten Jahren durchgesetzt. Kaum ein Enduro- oder Trailbike ab der mittleren Preisklasse wird mehr ohne sie ausgeliefert. Ist ja auch praktisch, wenn man den Sattel mit einem Hebeldruck absenken und anheben kann. Das erspart lästiges Anhalten und mit einer Vario-Stütze senkt man den Sattel deutlich öfter, als wenn man jedes Mal zum Sattelschnellspanner greifen muss. Es gibt verschiedene Bauarten und Systeme. Dieses Mal haben wir die Fox DOS über mehrere Monate ausprobiert. Unsere Teststütze wiegt ohne Hebel und Zug 484 Gramm, komplett 608,5 Gramm. Sie bietet 100 mm Hub, alternativ ist sie auch mit 125 mm verfügbar. Die DOS arbeitet mit Luft. Unten an der Stütze sitzt das Ventil zur Einstellung des Drucks, der auch die Ausfiedergeschwindigkeit definiert. Bedient wird sie über einen Lenkerhebel, der links wie rechts oben und unten montiert werden kann. Dieser Hebel fällt etwas groß aus, bietet aber eine sehr praktische Eigenschaft. Die Fox arbeitet nicht stufenlos, sondern kann in drei Positionen fixiert werden. Entsprechenden Federelementen nennen sich diese Positionen Climb, Trail und Descent. Die Stütze ist ausgefahren, um 40 mm abgesenkt oder ganz eingefahren. Der zweigeteilte Hebel erlaubt die Absenkung in die gewünschte Position, ohne dass man lange schauen oder mit dem Hintern jonglieren müsste. Kleiner Hebel ist gleich teilweise Absenkung, mit dem großen Hebel geht es ganz nach unten und aus beiden Positionen zurück ganz nach oben. Funktioniert super und intuitiv, die Kraftübertragung erledigt ein Baudenzug. Die Sattelklemmung arbeitet mit zwei Schrauben. Die Neigung kann stufenlos verstellt werden. Die Stütze ist 335 mm lang. Wir mussten sie am von uns genutzten Specialized Pitch bis zur minimalen Einschubtiefe herausziehen. Wer etwas höher sitzt, kommt da in Schwierigkeiten. Sie ist in 30,9 und 31,6 mm Durchmesser erhältlich. Wir haben die Stütze über mehrere Monate und viele Kilometer gefahren. Bisher hat sie ohne jegliches Problem funktioniert. Zuverlässig findet sie die gewünschte Position und hält sie auch. Kein Luftverlust, kaum Spiel, alles top. Die Fox DOS kostet 383 Euro. Das ist kein Schnäppchen, aber dafür erwirbt man eine qualitativ hochwertige, top funktionierende Vario-Stütze ohne Macken.